So, dann ein gutes Problem für Medizin und Spritzen. Also Medikamente gab es sowieso nicht oft und regelmäßig. Mullenverbände und so, alles überall nur Schwierigkeiten, ne? Spritzen hat man nicht weggeworfen, die hat man immer wieder benutzt. Die musste man dann sauber machen, wieder steril machen und dann musste ich sie auch immer wieder verwenden. Das ist vielleicht auch mal interessant. Also das ist ein Scheinfall. Das ist aber ganz schlimm und auch gefährlich. Und ich war gleich dagegen, aber man hat lange eine Impfpistole benutzt, obwohl man da sehr, sehr viele Krankheiten mit der Technik das gewusst hat. Und ich wurde auch gezwungen bei der Stasi, mich mit der Impfpistole spritzen lassen. Welche, die es nicht mehr kennen, da ist ein Schlauch dran, da ist ein Behälter und dann wird da, ich glaube, es ging sogar mit Druckluft und dann zack, 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 steht man an der Reihe und dann geht man nur so lang, ne? Also Haut ein bisschen desinfizieren, zack, 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 alle. Manche kennen es vielleicht nicht, ne? Tut aber nicht so wie mir das Spritze. Ne? Und das ist dann eine Impfpistole. Totaler Saukram, weil die wurde nicht jedes Mal so leicht. Man wurde dazu gezwungen, also mir wurde zugemutet, da irgendwelche Krankheiten zu kriegen. Ist vielleicht auch mal gesagt. So, von diesen Abhörgeräten, also vom Stroboskop, wollte ich sagen. Stethoskop, glaube ich. Ja, ich bin auch Techniker. Das bringe ich jetzt alles durcheinander mit meinem Kopf. Möchte ich dann entschuldigen, ne? Also Stethoskop, glaube ich, ne? Da war das Problem, dass dieser Gummi nicht hochwertig war. Da fiel der Horch hier immer auf, sag ich mal, so für Laien, ne? Den sie dann immer so schön kalt kriegen. Genauso gab es Endoskope ganz, ganz schlecht. Und die waren miserabel in der Qualität. Da war ich nicht zufrieden und ich hatte nicht die richtigen Beziehungen. So, Hustensaft und so wurde gepanscht, haben Apotheken selbst hergestellt, wurde total gepanscht. Einfach. Russen-Hustensaft gab es beispielsweise, erinnere ich mich nochmal, Farusan. Ich glaube eine Flasche, eine Mark 5. Also die zweite Mal, die schon wieder aus war. 200 Milliliter, glaube ich, ne? Hustentropfen, Bromhexin. Ja, muss ich raten, ich glaube drei, DDR macht noch was. Eine Mullbinde, eine kleine, schmale, 50 mm, 70 Pfennig, ne? Ich hab einfach nicht mehr das Gedächtnis, ich weiß, Faustan. Oder, nee, Allergien. Allergien kostete, also eine Tablette, Allergien, angeblich eine Grippetablette, da bin ich heute vorsichtig, ich denke mir, da waren immer Drogen drin für mich. Damit war meine Grippe war dann immer schlagartig weg. So, 1,20, ne, Nate? 1,50 sogar, ich danke dir. Und, ja, was gibt's noch? Pflaster, also Heftpflaster gab's gar nicht. Ne? Also normalen Pflaster, der dann nur, so nur beschichtet ist, den man da, wo man irgendwas mit rumklebt und so. Ja, absolut. Ganz, ganz schlimm. Musste mir da immer viele, viele wenige Pflaster besorgen. Den anderen Pflaster gab es auch und so, ne? Den man sich dann nochmal auf den Finger klebt und so. Und dann gab es sogar Pflasterspray. Das tauchte gar nichts. Das war ganz schlimm. Aber wie gesagt, das ist noch viele, viele Jahre her. Das kann man nicht so sagen, gute alte DDR. Aber auch da haben die Preise passiert. So war alles umsonst. Danke für die Aufmerksamkeit.